Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Gott. Amen. Wir haben heute, aber auch im letzten Sonntag, das Silbergleichnis gelesen. Zweimal wird die Heilige Kirche für uns die Silberlesung beschreiben. Ob das vom Evangelium nach Matthäus oder Markus oder Lukas, dreimal geschrieben, auch in den Evangelien. Weil das so wichtig ist, so gefährlich ist, ist das Ergebnis des Lebens. Gott hat uns verglichen mit einem Land. Und sein Wort, seine Wörter, seine Liebe mit Samen, die einfach geworfen auf dem Land verstreut und sollte Früchte bringen. Unser Herr Jesus Christus hat uns vier Arten von Ländern, von Herzen beschrieben. Das erste ist ein Weg. Ein Weg, wo alle Menschen darauf gehen und keine Chance für das Wachstum. Das zweite ist ein Land, aber doch hat er nur oberflächliche Erde. Keine tiefe Erde, sondern alles sind Steine und Fels. Hart, hartes Land, hartes Herz, dass das Wort Gottes nicht empfangen will oder kann. Das dritte Art ist ein Land, hat so viel Erde, aber leider zu viel Dornen und Unkraut, die das Wort Gottes doch nicht wachsen lässt. Und das vierte Land ist ein Fruchtwaldland, aber verschieden. Das sind die Gläubigen, die Gott lieben, sind nicht gleich auf Silberebene, aber sind verschieden. Ein Land bringt 30% 60% und 100%. Also auch verschieden. Das sind die Gläubigen, der eine ist so heilig, der zweite ist mittelmäßig und so weiter. Heiliger Paulus im Brief an Hebräer Kapitel 6, ab Vers 7, beschreibt vielleicht ein fünftes Land, fünfte Art von Land. Das ist ein Land, das zu viel Wasser getrunken hat. Das Wasser ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und das Wort ist ein Symbol für Jesus Christus selber und die Lehre der Bibel. Das fünfte Land ist ein Land, hat zu viel Wasser getrunken, zu viel vom Heiligen Geist empfangen, zu viel Segen und zu viel Liebe, zu viel Lehre in der Kirche, aber leider nach jahrelang von richtigen Gießen und Liebe zu Gott und Praktizieren in der Kirche hat dieses Land statt richtige Früchte und heilige Früchte für das Leben, hat leider Dornen gefrüchtet. Dieses Land, sagt Heiliger Paulus warnend, ist beinahe zu verbrennen. Das Land, das dein Herz, wenn dein Herz zu viel von der Lehre Gottes empfängt, zu viel in der Kirche gelernt hast, zu viele Wunder Christi empfangen hast, hat so viel getan, aber trotzdem, dieses Land bringt statt richtige Früchte, leider bringt Unsegen, bringt Dornen, schlichte Gedanken, Heresien, falsche Lehre oder Unzucht. Dieses Land wird sicher beinahe verbrannt zu werden. Und das genaue Wort, beinahe verbrannt zu werden, damit auch wir die Hoffnung nicht verlieren. Auch ein Land, das so viel gelernt hast, ein Herz, ein guter Christ oder Christin, der oder die so viel gelernt hat, so viel von Gott empfangen hat, aber trotzdem nur schlichte Früchte gebracht hat, hat auch Chance. Hat auch Chance, wieder
zu belegen. So sagt Heiliger Paulus. Denn das Land, welches den Häufen über das Silber kommen dagegen trinkt und nötiges Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen, sicher von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Fluche nahe. Und sein Ende ist die Verbrennung. So warnt uns Heiliger Paulus. Also ein Land, das zu viel empfängt und zu viel im christlichen Leben übt und zu viel erlebt und gesehen hat und nicht danach lebt und die entsprechende Früchte bringt, wird sicher abgelehnt. Ja, auch wenn dieses Herz ein Herz eines christlichen Menschen ist, wird auch abgelehnt, solange die Früchte nicht entsprechend der Frömmigkeit des Christentums. So sagt der Heilige Paulus: Dein Herz ist ein Land zu bearbeiten, genau wie ein Bauer, der seine Erde zu viele Dornen oder Unkraut oder zu viele Steine und Fels hat. Kann durch Bearbeitung dieses Landes kann man ein fruchtbares Land bekommen. So sollen wir niemals die Hoffnung verlieren. Bist du vielleicht ein Land, ist dein Herz wie ein Land, das so viele Dornen hat? Hab Hoffnung auch. Du kannst dein Leben verwandeln durch viel Tugenden, durch Beten und Beichte, durch ernsthaftes Leben kannst du dein Land verwandeln in ein gutes Land. Sicher und gesichert. Bist du oder hast du zu viel von der Welt bekommen? Vielleicht sind die Begierde der Welt in deinem Leben zu groß und hat eine Kraft und doch eine Macht auf dein Leben? Vielleicht. Aber du hast noch auch eine Chance, zurückzukehren, als guter Mensch zu leben. Stimmt, es gibt viele Menschen, die so schlimm waren, aber am Ende ihres Lebens hatten sie ein gutes Leben. Villagier ist ein schlechtes Land. Ihr Leben vielleicht ähnlich wie die drei schlechten Arten. Die Villagier war eine Tänzerin in Konstantinopel und sie hat nur was Schlechtes getan in ihrem Leben. Sie hat nur gekümmert um ihre Leute und die Männer, damit sie auch ihre Liebe gewinnen und auch ihr Geld bekommen können. Ist sie ein Weg? Doch, Villagier war ein Weg. Jedes Wort, was sie gehört hatte, hatte keineswegs eine Wirkung. Sie war wie ein Land, das erste, die erste Art. Zweitens, sie war auch ein oberflächliches Land. Sie hat das Wort Gottes gehört und überhaupt keine Wirkung, keine Tiefe im Herzen. Sie hat nur die Tiefe für die Welt, für Schmücken und für Gold und Geld und Begierde und Tanzen und so weiter. Das war die Belgie. Sie war auch ein Land, das mit Dornen gefüllt wurde. Was sind die Dornen? Das sind die, das Gedanken der Welt, Reichtum. Die Begierde, um reich zu werden. Viele Menschen begehren sich das Reichtum und dass sie viel Geld bekommen und besitzen. Oder dass sie auch die Welt nachahmen. Es gibt Verrücktheit in der Welt. Viele Menschen sind wirklich heutzutage besonders verrückt geworden, weil die Sünde macht verrückt. Und viele von den Kindern Gottes manchmal wollen das auch nachahmen und gleich leben. Dornen. Das ist das Land, das mit Dornen gefüllt wurde. So war das Leben die Villagier. Die war die drei Arten gleichzeitig. Die drei Arten vom schlechten Land. Aber hat Heiliger Nunus, nun ist ein Bischof, sehr fromm war und hatte auch die Wirkung des Betens für die sündigen Menschen kennengelernt und erlebt. Eines Tages kam vorbei die Villagier
in Menge von Menschen und Jugendlichen, die herumgelaufen sind. Die Villagier war auf einem Pferd, hatte zu viel Gold und zu viel geschwimmt. Die Villagier war zu attraktiv für alle Menschen auf den Straßen. Die Bischöfe, die mit Yunus saßen, haben auch einfach ihre Augen nach unten geneigt, vor Schämen. Aber Yunus hatte mit offenen Augen Villagier betrachtet und für lange Zeit, genug Zeit. Und am Ende hatte der heilige Bischof Yunus die anderen Bischöfe gefragt, nachdem sie gegangen ist: Hat euch ihre Taten und Kleider und doch das Gold und so weiter gefallen oder nicht? Sagten, wir haben nicht geschafft. Wir haben einfach unsere Köpfe weggebracht. Er sagte aber, mir ist, was sie getan, gefallen. Und betrachtet meine liebe Brüder, er sprach zu ihrem Bischof. Wie oft und wie viele Stunden hat er sie verbracht, um den Menschen Gefallen zu tun, damit sie attraktiv zu werden, damit die Menschen von ihr zufrieden sind. Wie lange hatte man das getan? Und eigentlich, der Heilige Yunus hat gemeint, dass wir als Kinder Gottes, wir tun zu wenig, um zufrieden zu machen. Aber die Menschen, die für die Welt leben, sie tun zu viel, um die Welt gefallen zu tun. Ja. Also, er hatte danach gleich auch seinen Kopf geneigt und hatte heftig geweint und gebetet im Herzen für diese verlorene Frau. Hatte für sie gebetet, damit sie zurückkehrt, damit dieses harte Land mit so viel Felsen und Dornen doch bereinigt wird und ein gutes Land sein wird. Die Villagier, wir wissen nicht, was geschehen, aber am nächsten Tag kam zur Kirche, wo die alle Bischöfe auch mit Yunus saßen und sie werfte sich unter den Füßen von dem Heiligen Yunus und sagt, deine Verantwortung zu tragen. Meine Erlösung liegt in deinen Händen. Wenn du mich ablehnst, dann wird die Verantwortung auf deine Schulter getragen. Hat sie weinend das gesagt und sie sagte auch, ich will doch mein Leben ändern. Aber bekannt für die Kirche und für die Bischöfe, für Yunus selber, dass diese ist eine Ehebrecherin und eine Frau, die Unzucht eigentlich lebt, hat der Heilige Yunus gebetet und belehrt und doch schnell die Taufe ermöglicht für die Villagier. Die Villagier ist danach gegangen zu dem Heiligen Land in Jerusalem und hat er dort als Nonne, aber eigentlich hat er einen männlichen Namen getragen, damit niemand sie weiß und über sie redet. Mit dem Namen Bilagi hat sie ein so heiliges Leben geführt. Sie hat nicht 30 oder 60, sie hat 100 Früchte gebracht. So wirklich kann ein Mensch, der so schlicht lebt, kann doch sein Leben verwandeln. Aber das liegt an dir zuerst, an deinem Willen, dass du das willst und damit beginnst. Braucht Kampf sicher, aber der Kampf wird süß, weil das mit Jesus ist. Braucht Glauben sicher. Weil ohne Glauben, wir können niemals etwas tun, was der Kirche tut oder was Gott von uns verlangt. Also, mit Glauben hat er die Belagie begonnen. In Eifer und Kampf gegen die Sünde hatte sie ein heiliges Leben geführt. Aber schön, dass der Mensch verwandelt wird von einem schlechten Land zu einem guten Land, zu einem fruchtbaren Land. Lass uns also das heilige Leben führen. Die Entscheidung liegt in deinem Herzen. Viele Beispiele im Buch des Exaliums, aber auch in der Bibel für deine Ermutigung geschrieben ist.
fließt zu viel in die Bibel. Ohne die Bibel, ohne Gottes Wort, du kannst nicht erlöst werden. Du kannst nicht den Willen Gottes doch kennenlernen und den richtigen Weg finden. Lass uns, wie Jesus von uns verlangt, ein fruchtbares Herz und fruchtbares Land sein werden. Lass uns in Tugend leben und die Bibel nicht verlassen, das Beten als Begleiter auf dem Weg nehmen und Glaube in Christus, Glaube, dass wir auch das ewige Leben erben können. Er sei unserem Herrn in der Ewigkeit. Amen.